Hallo und herzlich willkommen bei der Stiftung für aktives Kommunalwesen. Wir wollen euch helfen, euch in öffentlichen Angelegenheiten zu engagieren. Dazu produzieren wir diese neue Videoreihe Bürgerbeteiligung NRW, in der wir euch die wichtigsten Werkzeuge vorstellen, die wir alle in öffentlichen Angelegenheiten benutzen können. Mit dem Einwohnerantrag, den wir euch heute vorstellen, könnt ihr euren Stadt- oder Gemeinderat dazu bringen, zu einem bestimmten Thema eine Entscheidung zu treffen. Abonniert die STAKO bei YouTube, wenn euch Bürgerbeteiligung interessiert. Bei Fragen oder Vorschlägen schreibt uns einen Kommentar drunter. Wenn ihr helfen wollt, Videos anschauen, teilen und ein Gefällt mir da lassen. Alle wichtigen Links gibt's wie immer in der Videobeschreibung. Als erstes holen wir mal den Willi dazu. Hi Willi! Willi wohnt in einer ländlichen Gemeinde in NRW und ihn stört der schlechte Zustand der Fuß- und Radwege in seinem Dorf. Damit ist er nicht alleine. Viele seiner Bekannten und seine gesamte Nachbarschaft wollen auch, dass das Problem endlich gelöst wird. Ein Bürgerbegehren ist eine große Nummer und man braucht dazu viele Unterschriften. Guckt euch gerne auch unser Video zu dem Thema an. Aber eine Nummer kleiner geht's auch, Willi. Mal zum Vergleich. Für ein Bürgerbegehren braucht man hunderte Unterschriften von Wahlberechtigten mit dem Ziel, einen kommunalen Volksentscheid herbeizuführen. Für einen Einwohnerantrag sind die Hürden niedriger. Willi muss jetzt genügend Leute finden, die die Idee unterstützen und bereit sind, dafür zu unterschreiben. Unterschreiben dürfen alle Einwohner, die seit mindestens 3 Monaten in der Gemeinde wohnen. Haupt- oder Nebenwohnsitz, Staatsangehörigkeit, Wahlrecht, da gibt es beim Einwohnerantrag keine Hürden. Wo waren wir, Willi? Genau, Unterschriften von Einwohnern, die seit mindestens 3 Monaten ihren Wohnsitz in der Gemeinde haben. Und mindestens 14 Jahre muss man alt sein, damit die Unterschrift gezählt wird. So steht's in Paragraphen 25 der Gemeindeordnung. Was kann Willi also jetzt genau machen? Es heißt erstmal Unterschriften sammeln. Ein Einwohnerantrag muss in Textform eingereicht werden. Das heißt schriftlich. Elektronische Unterschriften sind nicht vorgesehen. Ob man die Unterschriften persönlich einholt, Listen öffentlich auslegt oder im Internet zum Ausdrucken anbietet, das schreibt das Gesetz nicht vor. Ganz wichtig, Willi, jede Unterschriftenliste muss den vollen Wortlaut des Antrags enthalten. Es muss also auf jeder Liste erkennbar sein, wofür unterschrieben wurde. In unserem Fall zum Beispiel: Der Rat soll entscheiden, dass die Rad- und Fußwege in Willis Dorf unverzüglich instand gesetzt werden. Jede Liste muss außerdem bis zu 3 Personen benennen, die den Einwohnerantrag gegenüber der Kommune vertreten. In unserem Fall also Willi selbst und zum Beispiel einer oder 2 seiner Nachbarn. Zu jeder Unterschrift müssen Name, Vorname, Anschrift und Geburtsdatum angegeben werden, damit die Kommunalverwaltung die Richtigkeit prüfen kann. Wie viele Unterschriften braucht Willi denn? Da gibt's nur eine Unterscheidung. In kreisangehörigen Städten oder Gemeinden benötigt man die Unterschriften von 5% der Einwohner, aber maximal 4.000 Unterschriften. In kreisfreien Städten sind es 4%, aber maximal 8.000. Das kann in kreisfreien Städten schnell eine irre Hürde sein. Deswegen können dort Einwohneranträge natürlich auch auf Bezirksebene gestellt werden, sagt die Gemeindeordnung. In Willis Gemeinde leben 12.000 Menschen. 5% davon sind 600 Unterschriften. Zum Vergleich: Für ein Bürgerbegehren hätte es 810 Unterschriften gebraucht, und zwar von Wahlberechtigten. Für den Einwohnerantrag braucht Willi 600 Unterschriften, und zwar aus der größeren Gruppe der mindestens 14-jährigen Einwohner. Fun Fact: Wenn der Gesetzgeber von Bürgern spricht, meint er damit immer die wahlberechtigten Einwohner. Einwohner sind alle diejenigen, die einen Wohnsitz in der Kommune haben. Hat so ein Einwohnerantrag Grenzen?
Die einzigen Grenzen für den Antrag: Die Kommune muss erstens für die Maßnahme, also zum Beispiel für Rad- und Fußwege, gesetzlich zuständig sein. Also klar, dass man bei seiner Kommune nicht Landes- oder Bundesangelegenheiten regeln lassen kann. Und zweitens darf der Antrag nicht in den letzten 12 Monaten schon einmal gestellt worden sein. Anders als beim Bürgerbegehren gibt es also keine inhaltlichen Grenzen. Dafür steht am Ende aber auch kein Volksentscheid, sondern eine Entscheidung im Rat. Vielleicht sogar gegen den Willen von Willi und der anderen, die unterschrieben haben. Aber das Thema muss im Rat behandelt werden und die Gewählten müssen Farbe bekennen. Und wenn Willi seine 600 Unterschriften erfolgreich gesammelt hat, dann legt Willi die Unterschriftenlisten mit ein paar weiteren Unterlagen, Links in der Videobeschreibung, bei seinem Gemeinderat vor. Rat und Verwaltung prüfen dann die Zulässigkeit des Antrags und die Richtigkeit der Unterschriften. Wenn alles in Ordnung ist, muss ein Ratsbeschluss unverzüglich, also so schnell wie sachlich möglich, und allerspätestens nach 4 Monaten herbeigeführt werden. Und wenn Willi die Anzahl an Unterschriften nicht erreicht hat, dann kann er sich immer noch an seine Ratsmitglieder und seine Gemeindeverwaltung wenden. Nur leider ohne die Gewissheit, dass das Thema auch wirklich behandelt werden muss. Und wenn Willis Einwohnerantrag nicht zugelassen wird, der Rat entscheidet über die Zulässigkeit des Antrags. Sollte er den Antrag als unzulässig verwerfen, kann Willi als Vertreter dagegen Widerspruch einlegen oder Klage einreichen. Wie das geht, dazu haben wir ein eigenes Video im Kasten. Spätestens bei der Klage braucht Willi aber rechtlichen Beistand. Die Kommunalverwaltung prüft nur die Angaben auf den Unterschriftenlisten und die Anzahl der Unterschriften. Wenn es hier zu Unstimmigkeiten oder einer negativen Entscheidung kommen sollte, kann auch das im Widerspruchs- oder Klageverfahren überprüft werden. Wir hoffen natürlich, dass es für Willi gar nicht so weit kommen muss. Benutzt diese Anleitung gerne für eure eigenen Anliegen. Denn was Willi kann, könnt ihr auch. Hat euch unser Video gefallen? Können wir was besser machen? Dann lasst uns wissen und schreibt uns einen Kommentar. In den nächsten Videos stellen wir euch weitere Werkzeuge vor, mit denen ihr auf Politik und Verwaltung Einfluss nehmen könnt. Bis dahin, ich bin Bernd Züll und das hier ist die Stiftung für aktives Kommunalwesen. Bleibt dabei und bleibt dran.